Hallöchen und es ist schon Freitag. Gestern am Donnerstag habe ich mich nicht per Vlog gemeldet. Da war ich den ganzen Tag mit einer Freundin im Schwimmbad, weil Chillertage müssen auch mal sein. Und gestern war so ein richtiger Gönnertag. Also war im Schwimmbad, erstmal Fettpommes, noch ein Eis, abends noch so einen vegetarischen Jufka. Also ja, wir haben uns gestern ein bisschen was gegönnt und es war auch sehr schön und ja. Deshalb war eigentlich nichts Interessantes dabei, wo ich jetzt hätte mit vloggen können sollen, wie auch immer. Aber jetzt ist Freitag. Ich bin schon wieder ein bisschen zurechtgemacht und habe heute Morgen schon ja, so ein Einreichungsdokument beim Zoll machen müssen, weil ich habe noch ein paar Stoffflaschen bestellt und die kommen jetzt an, beziehungsweise die sind halt gerade beim Zoll und da musste ich dann noch sowas einreichen, so in so ein Formular. Und ja, manchmal kommen eben E-Mails, wo es dann heißt, jo, wir brauchen jetzt die und die Nummer von dir und wenn du die nicht hast, musst du die jetzt da und da beantragen und uns das und das dann weiterschicken. Und es kommt manchmal einfach so, zack, und ich denke so, keine Ahnung von was ihr redet, keine Ahnung was ihr von mir braucht. Wo bekomme ich das? Wie lange dauert das? Kostet es was, diese blöde Nummer zu beantragen? Genau, also manchmal ist es wirklich ein bisschen Papierkrieg und Formulare ausfüllen. Und sich viel mit Dingen beschäftigen, von denen man eigentlich absolut keine Ahnung hat. Genau. Was stand heute Morgen noch so an? Genau, ich habe noch ein Banner gemacht für ein Online-Portal. Da darf ich Werbung machen und habe da noch ein kleines Banner entworfen mit meinem Logo. Und ja, was ich so mache und noch ein Bildchen drauf. Genau, der sieht eigentlich ganz schön aus. Und jetzt habe ich gerade noch meinen Flyer im Hintergrund aufgerufen. Und ich wollte jetzt ja unbedingt noch diese Flyer bestellen, die ich dann einfach mal ausgeben kann oder wo auslegen kann. Und ich denke, das mache ich jetzt noch. Genau. Man sieht es jetzt auf dem Bildschirm nicht ganz so gut, aber so wird der Flyer dann aussehen. Also der Hintergrund ist jetzt so ein richtig schönes Graugrün geworden. Ich hoffe, das kommt beim Druck dann auch so raus. Und ich hoffe, der Flyer sieht dann halt wirklich auch farblich 1:1 so aus, wie ich es jetzt hier bearbeitet habe. Natürlich, kleine Unterschiede kann es immer geben, aber ich bin da wirklich sehr pingelig und das muss dann immer alles perfekt aussehen. Also ich habe auch, was Hintergrundfarben angeht, super lang rumprobiert, welche Farbnuance gefällt mir und welche Farbe überhaupt und was hat das dann für eine Wirkung und alles Mögliche. Genau, also da bin ich sehr penibel und ich hoffe, dass es so rauskommt, wie ich es jetzt entworfen habe und ich denke, ich werde die dann mal bestellen. Danach packe ich noch das Päckchen, das dann die Näherei bekommt, wo die Schnitte und die Knöpfe und die Reißverschlüsse drin sind, die dann für die Winterteile kommen. Erinnert euch noch, am Anfang der Woche habe ich euch ein Päckchen gezeigt, was angekommen ist. Beziehungsweise ich glaube, ich habe es nur gesagt, dass ein Päckchen angekommen ist. Und ich dachte, es sind mega viele Reißverschlüsse drin. Ich habe mich getäuscht, ich habe nämlich Stoffproben bestellt und die sind da drin. Und das sind also wirklich über 1000 Stoffproben. Aber nur solche kleinen Fleckchen, ich zeige sie euch mal. So sehen die aus und das sind dann hier verschiedene Farben von diesen Stoffen. Und dann hat man hier eben immer diese Fühlproben, wo man dann schauen kann, wie fühlt sich der Stoff an, finde ich den gut, ist der elastisch oder nicht. Und von diesen Tüten hier, wo allein schon, keine Ahnung, mega viele drin sind, sind hier, da ist nochmal eine, 4 Tüten drin. Genau, ich glaube, da geht es nicht weiter. Ja, da ist Ende. Und ich packe die mal aus und dann zeige ich euch mal ein paar, weil das sind nämlich richtig coole dabei. Also das hier sind jetzt schon mal nur ein paar von denen, die hier jetzt wirklich alle dabei waren. Und ich zeige euch einfach mal direkt ein paar. Also wir haben hier Karo-Stoffe in so verschiedenen Farbgebungen. Das war der kleine Stapel, den ich euch eben schon gezeigt habe. Das ist so ein bisschen Kunstleder. Dann haben wir hier so mega coole Folienstoffe. Richtig, richtig heftig. Den Karo-Stoff, den finde ich schon so schön. Der hat ein bisschen so eine Beschaffenheit. Also der ist wie so beschichtet ein bisschen. Dann Netzstoffe. So was ganz, ganz, ganz Feines und Dünnes. Es geht so in so eine ganz zarte Richtung mit verschiedenen Farbtönen hier noch mit zwischendrin. Also ihr seht, ich habe wirklich 1 Million verschiedene Farbtöne, gerade auch bei dem hier. Das ist so krass, ohne Witz. Mega viele Stoffe. Hier ist was mit Jersey. Auch in so eher ja, neutralen Farben. Der hier ist richtig nice. Das ist nämlich alles Neopren und das finde ich so cool. Ich würde mir so gern auch mal selber was aus Neopren machen, Bademode oder sowas. Also der ist
Richtig, richtig, richtig cool. Dann gibt es hiervon auch noch so ein bisschen Basic-Farben. Das ist nämlich Samt. Bei diesem roten hier sieht man es ganz gut. Gut, da sind jetzt so ein paar Fussel drauf, also nicht ablenken lassen. Die lagen halt auch alle beieinander in diesem Päckchen drin und manche Stoffe fusseln halt einfach. Aber das hier ist Samt in verschiedenen Farben. In Grau. Oh, da ist was Grünes. So ein grüner Samt. Das ist auch richtig nice. So, was haben wir noch? Wir haben noch Tüll. Auch in zigtausend Farben. Mega dünn. Hier könnte man auch meinen, es gibt irgendwie gar keine Unterschiede von diesen hellen Tönen. Aber man merkt es, wenn man das dann auf die passende Kleidung drauflegt. Hier nochmal so was Netzmäßiges. Ich bin ja eigentlich gar kein Typ für Orange, aber das ist schon cool. So, Päckchen Nummer 2. Ich habe die anderen hier mal sortiert. Ich wollte ein bisschen so Basic-Stoffe, Musterstoffe und Fancy-Stoffe. Und mal gucken, wo die dann alle so reinpassen. Ich fange mal wieder hier an. Hier haben wir wieder was ganz Leichtes, was ganz Zartes, Chiffon. Und auch in wieder ganz vielen Farben. Genauso wie auch der hier. Ist wieder so ein Jersey, so mit so Rippen quasi. Wie man es für so Sweatshirt oder Pullis zum Beispiel benutzt. Dann wieder ein Netzstoff, auch in so krassen Farben. Mega heftig. Aber die schicken dir halt dann, wenn du so einen Stoff bestellst, direkt alle Farben mit. Und dann sind die halt einfach so dabei. Genau, dann geht es hier weiter. Das ist auch wieder so ein Wollstoff, ein bisschen was Dickeres, auch in ein paar schönen Farben. Oh, ich liebe diese Farbe. Mega schön, oder? Also richtig toll. Auch das Grün, richtig cool. Die hier sind der Hammer. Das ist nämlich auch Kunstleder und zwar so wie was, wie es bei Handtaschen auch verwendet wird, mit so ein bisschen Struktur, auch in verschiedenen Tönen. Und das kann man natürlich auch mega gut für Bekleidung verwenden. Hier auch nochmal dann ein bisschen eher die neutraleren Töne davon. Mega cool. So, wir kommen zum nächsten. 10.000 verschiedene Farben von diesem ganz, ganz schönen dünnen Stoff hier. Das ist wirklich ein mega dickes Päckchen. Und ist halt alles Mögliche mit drin. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich meinen Beruf liebe? Wegen dieser Vielfalt. Mega. Dann hier, ey, absolut Highlight. So cool. Ich habe gerade so Bock, mich mit solchen mega fancy Stoffen ein bisschen auszuprobieren. Okay, die dritte Fuhre und da sind auch so coole Sachen dabei. Gott, ich freue mich gerade richtig. Und zwar, wir fangen direkt mal hier an. Guckt euch das hier bitte an. Ist es nicht mega? Also es geht hier nicht um die karierten, das sind nur solche Zwischenlagen, sondern es geht hier wirklich um diese mit dieser Struktur. Sieht doch aus wie so eine Meerjungfrau. Ist es nicht mega? Und es schimmert in so vielen Farben. Jeansstoffe. Auch wieder in verschiedenen Farben. Diesmal gestreift. Super süß. Karo-Stoffe. Boah, der ist ja auch mega, oder? Der ist ein bisschen fusselig, also nicht ablenken lassen. Noch mehr Jeans. Guck mal, der rote. So schön. So eine Jeansjacke aus diesem roten Stoff wäre halt auch mega cool, ne? Dann hier ein bisschen, das wollte ich gerade schon sagen, basic, weil die so hier recht basic aussehen. Aber die haben mega den Glanz, also ich nehme es zurück, das ist definitiv kein Basic-Stoff. Krass. Seid ihr Typen für Pink oder für so krasse Farbtöne oder tragt ihr halt echt immer nur so neutrale Sachen? Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich vom Tragen her eher so neutral, aber ich habe jetzt gerade richtig Bock, hier voll durchzudrehen mit den Sachen. So, wir kommen weiterhin zu den Neoprenstoffen. Die sind der Unterschied an den verschiedenen, also eins, zwei und der andere, dass die verschieden dick sind und dementsprechend auch verschieden schwer und für verschiedene Kleidungsstücke geeignet sind. Also wir haben hier mal die volle Farbrange von krass pink über blau und grün und hier dann so ein bisschen das neutralere und gediegenere. Ich sag mal alltagstauglichere, wenn man Neopren überhaupt als alltagstauglich bezeichnen kann. Hier drehen wir dann wieder völlig durch, also sehr krass. Ich bin auch eigentlich echt nicht der Neon-Typ,
Aber ja, wie gesagt, ich habe irgendwie Bock, jetzt mal ein bisschen durchzudrehen mit meinen Entwürfen. Und hier haben wir Neopren. Okay, wir haben hier dann Päckchen Nummer 4 und ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal durch. Dann geht es hier oben ein bisschen fancy weiter. Okay, ich bin wirklich ein bisschen durchgedreht bei der Stoffmusterung. Ja, also das ist schon sehr krass speziell, aber ich habe auch echt ein paar spezielle Sachen in Planung. Genauso wie auch zum Beispiel dieser hier. Also den grünen werde ich jetzt mit Sicherheit nicht verwenden, der ist schon echt krass. Pink, Bronze, Gold, so heftig. Ja, richtig krass. Hier haben wir noch was schön Dünnes, was ganz Feines, locker Leichtes. Dann geht es hier weiter, auch nochmal eher so Basic-Ware ein bisschen. Da geht es halt um die Farben. Dann geht es hier unten weiter, und zwar der hier ist auch so schön. Das ist zum Beispiel Stoff, den ich jetzt für einen Trenchcoat zum Beispiel benutzen würde. Oder für eine dünne Jacke, so eine Übergangsjacke zum Beispiel. Auch in ganz vielen tollen verschiedenen Farben hier überall. Oh, so ein rosaner Trenchcoat wäre halt mal mega cool. Dann haben wir hier noch ein Karo. Noch ein paar andere Basics. Hier haben wir auch noch was Besonderes. Da geht es auch ein bisschen um die Optik. In super vielen verschiedenen Farben. Und last but not least haben wir jetzt noch hier einen Plissé. Auch, wie ihr seht, super bunt. Mega viele Farben. Auch dieses Lila. Das war ja auch krass, oder? Ja, auch in der Kombination mit diesem Pink. Mega heftig. Und das waren alle Stoffe. Also alles in allem, immer mit diesen Farbvarianten, sind es locker über 1000 Stück insgesamt gewesen. Und davon können wir jetzt ein total cooles, neues, fancy Projekt starten. Ich bin zurück an meinem Schreibtisch und habe jetzt noch ein kleines kreatives Projekt vor mir. Und zwar habe ich ja für eine Hochzeit eben schon erwähnt, dass ich eine Tortenplatte noch abgeholt habe. Und eben für die gleiche Hochzeit habe ich auch das Traukissen gemacht, beziehungsweise das Ringkissen bestickt. Und zwar, ich zeige euch das gerade mal. Und zwar sieht das so aus und das bleibt auch auf dem Stickrahmen. Und hier muss ich jetzt noch die Rückseite ein bisschen verschönern, weil da sieht man natürlich jetzt noch alle Nähte. Und so ist das im Endeffekt geworden. Ich zeige es euch gleich nochmal ein bisschen näher. Und hier muss natürlich auch noch das Band drauf, damit man die Ringe festbinden kann. Und das war das, was ich am Montag oder Dienstag noch gekauft habe. Und das kleine helle Satterband. Und das kommt jetzt noch hier drauf. Und das ist jetzt noch das Satarband, was noch drauf kommt. Sieht durch die Kamera jetzt sehr hell aus, aber eigentlich ist alles ein richtig schöner Cremeton. Also auch dieser Stoff hier drunter und auch das Band ist so ein schöner Cremeton. Und hier habe ich jetzt noch diesen zweiten Kreis zugeschnitten. Der hat genau die gleiche Größe wie der Stickrahmen hier. Und der kommt dann jetzt hier hinten drauf, damit man halt dieses ganze Gewurschtel da nicht mehr sieht. Sieht natürlich nicht so schön aus. Von dem Stoffstück hier nähe ich jetzt quasi die Kante so ein bisschen um. Ich glaube, das mache ich mit der Hand einfach. Und nähe das Stück dann, wenn diese Kanten umgenäht sind, auch so hinten drauf mit der Hand einfach. Ich habe mir jetzt das Stück Stoff, was ich dann hinten drauf nähen werde, hier mit den paar Nadeln festgesteckt. Und werde jetzt mit einem Handstich diese Kante ein bisschen runternähen. Das ist ein bisschen doof, weil wenn man runde Sachen umnäht, hier immer solche Falten entstehen. In dem Fall ist es nicht so schlimm, weil es von hinten jetzt auch nicht so oft betrachtet wird. Genau.